Ja, guten Tag. Schöne Grüße aus dem Osten Finnlands. Ein paar Worte möchte ich gerne verlieren zum Thema ziviler Ungehorsam. Dieses Video geht in erster Linie an Eltern, aber auch Lehrer und ja, eigentlich, ich sag mal, alle sogenannten Erwachsenen. Ich verstehe gerade so selber, dass wir in der Situation sind, dass unser Nachwuchs unseren Lebensstil nicht kopieren kann und auch eigentlich nicht sollte. Ja, also als Erwachsene ist es ja unsere Aufgabe, der nachwachsenden Generation das Überleben beizubringen. Das ist ja die Aufgabe von Bildung. Ja, und im Moment bringen wir denen das Überleben ja überhaupt nicht bei. Na, wir bringen denen bei, wie man Löcher in unser Boot reinbohrt. Na, wie man Geld verdient, um, weiß ich nicht, in Deutschland Avocado zu kaufen. Ja. Das ist natürlich nicht Teil der Lösung. Also in Deutschland Avocados zu kaufen und in Deutschland, weiß ich nicht, Bananen zu kaufen und Elektroautos zu fahren und weiß ich nicht was. Sachen, die, na, Elektroautos, viel schwerer als wir selber. Überhaupt. Also, ne. Wir haben auf jeden Fall eine Situation, wo wir wissen, es kann so nicht weitergehen. Also wir müssen irgendwas ganz, ganz, ganz gravierend ändern. Wir müssen außerhalb unseres Komfortbereiches weitermachen. Also wir müssen wirklich unseren Komfortbereich verlassen. Abenteuer wagen und ja, was ausprobieren. Wir müssen halt letztlich unserem Nachwuchs einen nachhaltigen Lebensstil vorleben und nicht nur nachhaltiger, dass man irgendwie sagt, ja, ich kaufe ja schon weniger Plastiktüten. Nee, nachhaltig oder nicht. Ja, alles andere ist letztlich Selbstmord. Ne? Also, und das will man ja nicht. Ne? Wird sich ja keiner umbringen, schon gar nicht. Also, ne, wenn ich überlege, da stürzt sich der eine, was war das, so ein Co-Pilot, nimmt das ganze Flugzeug mit. Ja, regen wir sich alle auf, wie kann der denn in seinem Selbstmord die ganzen Insassen mitnehmen? Ja, regt man sich natürlich auch zu Recht auf, aber wir nehmen ja ganze Arten mit. Wir nehmen ja nicht nur ein Flugzeug mit, wir nehmen ja jeden Tag ganze Arten mit. Ne? Und da müssen wir weg von kommen und da können wir auch weg von kommen. Und ein ganz wichtiger Teil dafür ist ziviler Ungehorsam. Denn das wissen wir ja eigentlich auch alle, ziviler Ungehorsam ist so die essentielle Zutat, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt heutzutage sind. Ja, also ohne zivilen Ungehorsam hätten wir wahrscheinlich noch Sklaverei und weiß nicht jeder dürfte heiraten, wen er sie, wie heißt das denn, da Sternchen auf Deutsch, ich weiß es gar nicht, ja, will. Ja, also wir brauchen zivilen Ungehorsam, um vorwärts zu kommen. Wir müssen vorwärts kommen, richtig mit großen, großen Schritten. Ja. Und was die Schüler jetzt machen, also das finde ich ja ganz, ganz toll. Also erstmal ein riesig großes Dankeschön an die vielen Schüler, die das machen. Ja, vielleicht sieht das jetzt ja auch jemand, dieses Video. Nicht jetzt, ist ja eine Zeitmaschine. Ne? Also ich filme das ja jetzt und dann später wird das ja geguckt. Das ist ja so lustig. Ja? Und das ist eigentlich auch schade, ne? Dass die Schüler jetzt hier ums Überleben kämpfen müssen, selber, weil sie merken, den Erwachsenen können wir nicht vertrauen. Die machen Mumpitz, die überlegen sich, weiß ich nicht, wie man Löffel nachhaltiger produzieren kann in einer Welt, wo wir schon mehr Löffel als Menschen haben. Ja? Da kann man drüber lachen, ne? Also ich lache auch über Elektroautos, ne? Also ich meine, Autos. Also überhaupt, wenn man um die, ne, wir haben ja sechs Überlebensprioritäten, ne? Also ist ja Essen und Trinken und Luft und dann Gesundheit, Gemeinschaft und Schutz, Unterschlupf. Ja, diese sechs. Und wenn man zur Abdeckung dieser einen Beruf braucht, um diesen Umweg über Geld zu gehen und dafür wiederum dann, weiß nicht, Fahrzeuge und Flugzeuge braucht, da ist doch irgendwas ganz schön gehörig falsch. Also wenn man, ne? Also das könnten, wir sind ja nackt geboren, auch immer noch. Und Natur ist nach wie vor der einzige Ort der Welt, immer noch. Egal wo wir sind, Natur ist überall. Ne? Naturverbindung brauchen wir übrigens. Es ist, glaube ich, so die Medizin, die wir am allermeisten brauchen. Wenn wir Naturverbindung geregelt kriegen, also tiefe Naturverbindung, ne, zu sich selber, zu anderen um sich herum, zum Rest der Natur, dann lösen wir Symptome wie Klimawandel und Kriege und Ungleichheit. Das lösen wir damit links. Ja, also so ganz nebenher merkt man gar nicht. Und Naturverbindung ist ja ganz einfach zu bekommen, überhaupt. Ne? Also, das ist ja das Tolle und an unserer Situation. Wir haben ja Zugang zu allen möglichen Lösungen. Und das Wichtigste ist ja eigentlich nur diese Entscheidung hier. So einfach mal so einen Schalter umlegen und sagen: Ja, ich gehe jetzt
ich gehe jetzt 100% Richtung Nachhaltigkeit, keine Ahnung, wie das geht, muss ich selber rausfinden. Vielleicht jeden Monat zum Vollmond diesen Full Moon Full Stop machen, da kann man sehr schön praktische Lösungen für sich finden, mache ich auch mal unten einen Link rein. Aber ja, jetzt wollte ich ja zum zivilen Ungehorsam, ne? Denn das ist ja, das brauchen wir, zivilen Ungehorsam, und wir müssen unseren Kids das vormachen, wie das richtig geht. Das geht nämlich noch viel mehr, als jeden Freitag nur auf die Straße zu gehen. Ja, ziviler Ungehorsam kann so viel mehr. Und vielleicht können wir unseren Kids nicht vorleben, wie man nachhaltigen Lebensstil lebt. Ja, das haben wir, können wir ja schon länger nicht mehr. Aber wir können denen vorleben, dass wir dahin kommen wollen. Wir können denen vorleben, dass wir friedliebende Menschen sind. Wir können denen vorleben, dass wir an Gemeinschaft glauben und an uns selber glauben. Dass wir daran glauben, dass wir das wuppen können. Und selbst wenn wir es nicht können, ja, also es ist ja auch das ganz Entscheidende in einer Überlebenssituation, die wir ja theoretisch gerade haben. Ja, wir haben ja keine unserer 6 Überlebensprioritäten nachhaltig erfüllt. Ja. Wenn man eine Überlebenssituation hat, dann ist das sehr gut, also erstmal dieses Werkzeug Stop zu benutzen, also Full Moon Full Stop meinetwegen auch. Und dann aber auch zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt einen Plan und ich glaube an mich. Ja, also mit den gleichen Grundbedingungen wird jemand, der nicht an sich glaubt, wahrscheinlich ja diese Situation nicht durchstehen. Also ist ja auch nicht verkehrt. Einfach, und nachhaltigeres Leben ist auch einfacher. Ne, also dieses, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich habe hier diese Jurte, ne? So, da lebe ich drin. Wunderbar, kleiner Raum, heizt sich schnell auf, kann auch komplett kalt sein, wenn ich will, wenn ich nicht zu Hause bin, ist egal. So ein Riesenhaus, das verstehe ich ja erstmal gar nicht, brauche ich ja, das mache ich jetzt hier nicht, da mache ich ein Video zum Shelter, zur Unterschlupf, mache ich ein separates Video. Ziviler Ungehorsam brauchen wir, müssen wir unseren Kindern vorleben, wir müssen mit auf die Straßen gehen und wir müssen vor allen Dingen in den Geschäften, in den Restaurants müssen wir sagen, ach so, Sie haben gar keinen Ökostrom, dann kaufe ich bei Ihnen nichts. Oder Sie haben kein normales Essen, doch, wir haben normales Essen, doch klar. Nee, ich meine jetzt normal, so wie vor 100 Jahren, so, ne? Bio aus der Region und aus der Jahreszeit, das ist doch normales Essen. Nee, sowas haben wir nicht. Ne? Also, gucken, was ihr machen könnt. Ich gucke es ja selber. Ne? Übrigens ist bald wieder Freitag, ja. Ich finde das ja mal schön, wenn dann nicht nur die Kinder uns an der Nase herumführen würden und sagen, ja, so, von wegen Schulpflicht. Zivilen Ungehorsam, das ist übrigens lustig, ne? Ziviler Ungehorsam darf nicht in der Schule unterrichtet werden. Müsste theoretisch, ja, das müssten wir alle lernen, aber wenn man es in der Schule beigebracht bekommt, dann ist das ja, dann ist das ja kein ziviler Ungehorsam mehr. Ne? Tschüss. Passt auf euch auf, alles Liebe, habt euch lieb und tut euch gut gegenseitig. Denkt an den Planeten, die Gemeinschaft des Lebens. Auf Wiederhören. Ja, würde ich euch gerne auch mal hören. Tschüss.